Lijep pozdrav dragi moji, drage moji, dobrodošli u novu lekciju na ovom kanalu. Dobrodošli u novu lekciju u kojoj obrađujemo gradivo iz udžbenika Šrita Draj, a koji je namijenjen za nivo A2-1. U današnjoj lekciji obrađujemo takozvane when rečenice, koje su uglavnom vremenske rečenice, mada mogu biti i uslovne. A kako to sve izgleda, vidjet ćemo u narednim minutama. Imamo najprije dvije rečenice. Ich gehe heute nicht in die Schule. Dakle, ne idem danas u školu. Ich bin krank. Mi već znamo kako ćemo od ove dvije rečenice napraviti onu while rečenicu. To nam je sada poprilično lagano jer smo to dosta izvježbali. Pa ćemo reći. Ich gehe heute nicht in die Schule, weil ich krank bin. Dakle, zato što sam. Dajmo razlog. Ukoliko mi sada želimo reći, ja ne idem u školu kada sam bolestan, u tom slučaju mi samo mjesto ovoga while trebamo da kažemo when i naravno izbacit ćemo ovo heute. Dakle, ta when riječ je opet while element, dakle ona će utjecati na to da glagol u ličnom glagolskom obliku, a ovdje je to oblik bin, ide na kraj rečenice. Pa će naša rečenica da glasi. Ich gehe nicht in die Schule, wenn ich krank bin. Dakle, ne idem u školu kada sam bolestan. Mi naravno ovu wenn klauzu možemo staviti i na početak. Dakle, u čitavu rečenicu možemo sada početi njom. Odnosno, možemo samo zamijeniti redoslijed ove dvije klauze. Pa možemo reći. Wenn ich krank bin, gehe ich nicht in die Schule. Ovo den, koje bi mi prevelo sa onda, je opcijono. Dakle, možete i ne morate ga upotrijebiti. Wenn ich krank bin, gehe ich nicht in die Schule. Ali ono što vidimo u našem posljednjem primjeru, odnosno prethodni primjer, jeste da ovo ich gehe, s kojim smo počeli prethodnu rečenicu, sada je došlo do inverzije ta dva elementa. Dakle, kada mi glavnu klauzu stavljamo na drugo mjesto, odnosno kada rečenicu počinjemo sa when klauzom, a nastavljamo je sa glavnom klauzom, u glavnoj klauzi imamo tu inverziju. Dakle, nećemo reći wenn ich krank bin, ich gehe nicht in die Schule, već moramo napraviti inverziju gehe ich nicht. Wenn ich krank bin, gehe ich nicht in die Schule. Nadam se da je to jasno. Idemo mi još da provježbamo ovih primjera. Ich nehme die S-Bahn. Es regnet. Pravimo rečenicu. Idem S-Bahnom jer pada kiša. Ich nehme die S-Bahn, weil es regnet. Ich nehme die S-Bahn, weil es regnet. A kako će glasiti rečenica? Idem s S-Bahnom kada pada kiša. Ich nehme die S-Bahn, wenn es regnet. Ich nehme die S-Bahn, wenn es regnet. A ukoliko zamijenimo mjesto ovim dvjema klauzama, onda ćemo dobiti rečenicu. Wenn es regnet, nehme ich die S-Bahn. Wenn es regnet, nehme ich die S-Bahn. Mein Auto ist kaputt. Ich gehe zu Fuß. Idem pješice jer je moj auto pokvaren. Ich gehe zu Fuß, weil mein Auto kaputt ist. Ich gehe zu Fuß, weil mein Auto kaputt ist. Idem pješice kada se moj auto pokvari. Ich gehe zu Fuß, wenn mein Auto kaputt ist. Ich gehe zu Fuß, wenn mein Auto kaputt ist. A kada je moj auto pokvaren, idem pješice. Wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich zu Fuß. Wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich zu Fuß. Ich fahre mit dem Fahrrad. Die Sonne scheint. Idem biciklom jer sija sunce. Ich fahre mit dem Fahrrad, weil die Sonne scheint. Ich fahre mit dem Fahrrad, weil die Sonne scheint. Idem biciklom kada sija sunce. Ich fahre mit dem Fahrrad, wenn die Sonne scheint. Ili
Wenn die Sonne scheint, fahre ich mit dem Fahrrad. Ich komme spät nach Hause. Ich bin müde. Umorna sam kada dođem kasno kući. Ich bin müde, wenn ich spät nach Hause komme. Ili? Wenn ich spät nach Hause komme, bin ich müde. Ich komme morgens ins Büro. Ich schalte den Computer an. Upalim kompjuter kad ujutro dođem u kancelariju. Ich schalte den Computer an, wenn ich morgens ins Büro komme. Ili? Wenn ich morgens ins Büro komme, schalte ich den Computer an. Ich kann nicht frei nehmen. Wir haben viel Arbeit in der Firma. Ne mogu uzeti slobodno kada imamo puno posla u firmi. Ich kann nicht frei nehmen, wenn wir viel Arbeit in der Firma haben, oder? Wenn wir viel Arbeit in der Firma haben, kann ich nicht frei nehmen. Etwas ist kaputt. Ich rufe den Hausmeister an. Zovem kućepazitelja kada je nešto pokvareno. Ich rufe den Hausmeister an, wenn etwas kaputt ist. Ich rufe den Hausmeister an, wenn etwas kaputt ist. Oder? Wenn etwas kaputt ist, rufe ich den Hausmeister an. Es regnet. Ich nehme einen Regenschirm mit. Ponesem kišobran sa sobom kada pada kiša. Ich nehme einen Regenschirm mit, wenn es regnet. Oder? Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm mit. Ich habe frei. Ich mache einen Ausflug. Idem na izlet kada imam slobodno. Ich mache einen Ausflug, wenn ich frei habe, oder? Wenn ich frei habe, mache ich einen Ausflug. Du bist wieder zu Hause. Ruf mich bitte an. Nazovi me kad opet budeš kod kuće. Ruf mich bitte an, wenn du wieder zu Hause bist, oder? Wenn du wieder zu Hause bist, ruf mich bitte an. Es regnet morgen. Ich gehe nicht zum Fest. Evo imamo primjer rečenice sa ako. Neću ići na zabavu ako sutra bude padala kiša. Ich gehe nicht zum Fest, wenn es morgen regnet, oder? Wenn es morgen regnet, gehe ich nicht zum Fest. Es regnet. Wir bleiben zu Hause. Ostajemo kod kuće kada pada kiša. Ili, ostaćemo kod kuće ako bude padala kiša. Wir bleiben zu Hause, wenn es regnet, oder? Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Es ist sehr kalt. Man sollte eine dicke Jacke anziehen. Treba obući debelu jaknu kada je vani veoma hladno. Man sollte eine dicke Jacke anziehen, wenn es sehr kalt ist, oder? Wenn es sehr kalt ist, sollte man eine dicke Jacke anziehen. Die Uhr bleibt stehen. Man muss die Batterie austauschen. Mora se promijeniti baterija kada sat stane. Man muss die Batterie austauschen, wenn die Uhr stehen bleibt, oder? Wenn die Uhr stehen bleibt, muss man die Batterie austauschen. Ich bin weg. Wer gießt meine Pflanzen? Ko će zalijevati moje biljke kada ne budem tu?
Wer gießt meine Pflanzen, wenn ich weg bin? Oder wenn ich weg bin, wer gießt meine Pflanzen? Die Chefin hat Urlaub. Es ist richtig gemütlich im Büro. Baš je ugodno u kancelariji kada je šefica na odmor. Es ist richtig gemütlich im Büro, wenn die Chefin Urlaub hat. Oder wenn die Chefin Urlaub hat, ist es richtig gemütlich im Büro. Sie brauchen Hilfe am Computer? Fragen Sie Frau Holz. Pitajte gospođu Holz, ako vam je potrebna pomoć za kompjuterom. Fragen Sie Frau Holz, wenn Sie Hilfe am Computer brauchen, oder? Wenn Sie Hilfe am Computer brauchen, fragen Sie Frau Holz. Im Büro ist etwas kaputt. Sprechen Sie bitte mit dem Hausmeister. Razgovarajte sa domarom ako ili kada je nešto pokvareno u kancelariji. Sprechen Sie bitte mit dem Hausmeister, wenn im Büro etwas kaputt ist, oder? Wenn im Büro etwas kaputt ist, sprechen Sie bitte mit dem Hausmeister. Sie kommen morgens einmal später, rufen Sie bitte an. Ako nekad ujutro kasnije dolazite, molimo vas da nazovete, odnosno da nam javite. Rufen Sie bitte an, wenn Sie morgens einmal später kommen, oder? Wenn Sie morgens einmal später kommen, rufen Sie bitte an. Sie haben noch Fragen, kommen Sie zu mir. Dođite do mene, ako imate još pitanja. Kommen Sie zu mir, wenn Sie noch Fragen haben, oder? Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie zu mir. Hoćeš doći u posjetu? Prije toga nas, molim te, nazovi. Nazovi nas prije, ako ili kada želiš doći u posjetu, odnosno najavi se. Ruf uns bitte vorher an, wenn du auf Besuch kommen willst. Oder? Wenn du auf Besuch kommen willst, ruf uns bitte vorher an. Du kennst den Weg nicht, ich kann dich abholen. Mogu doći po tebe, ako ne znaš put. Ich kann dich abholen, wenn du den Weg nicht kennst, oder? Wenn du den Weg nicht kennst, kann ich dich abholen. I za sami kraj imamo još par rečenica koje trebamo prevesti sa našeg na njemački. Mogu li danas već u 13 sati da idem kući? Da, ako završite sa poslom. Kann ich heute schon um 13 Uhr nach Hause gehen? Kann ich heute schon um 13 Uhr nach Hause gehen? Ja, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind. Ja, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind. Ovdje je jako bitno da upamtite da u ovim slučajima koriste sadašnje vrijeme. Kao što je to ovdje. Oblik glagola sein. Mogu li u petak dobiti slobodan dan? Da, ako Marija bude tu. Kann ich am Freitag einen Tag frei nehmen? Kann ich am Freitag einen Tag frei nehmen? Ja, wenn Maria da ist. Ja, wenn Maria da ist. Moram sutra u 10 kod doktora. Je li to ok? Da, naravno. Ako nije moguć, neki drugi termin. Ich muss morgen um 10 Uhr zum Arzt. Geht das?
Ich muss morgen um 10 Uhr zum Arzt. Geht das? Ja, wenn kein anderer Termin möglich ist. Ja, wenn kein anderer Termin möglich ist. I za sami kraj jedan primjer sa prošlim vremenom. Ich entschuldige mich. Ich habe einen Fehler gemacht. Trebamo napraviti rečenicu. Izvinim se kada napravim neku grešku. Ich entschuldige mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, entschuldige ich mich. Ova ista rečenica može imati značenje. Ako sam napravio neku grešku, onda se izvinjavam. Dakle, ukoliko sam napravio neku grešku u prošlosti, sada se izvinjavam. I time smo došli do kraja još jedne lekcije na ovom kanalu. Do naredne lekcije, ja vas sve lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.